Du hast 10 Euro, in welcher Form auch immer. Zuerst handelst du sie in eine Kryptowährung, wechselst sie um. Sprich, du gehst wie in der echten Welt zu einer Art Wechselstube, machst du deinen Account, schickst du deine 10 Euro hin, siehst du die Angebote an, die gerade sind. Sagen wir, der Preis von einer Bitcoin ist 5.500, sprich, du kriegst dafür 0,00 und so weiter Bitcoin. Und die kannst du dann frei herumsenden. Also, was du in Wirklichkeit damit bekommst, ist einen öffentlichen Schlüssel, einen Public Key und einen Private Key. Und das ist alles. Die kannst du dir sogar ausrechnen mit einem Taschenrechner und ein paar Würfeln. Der öffentliche Key ist, öffentlicher Schlüssel ist sozusagen deine Kontoadresse, und der private Schlüssel ist der Schlüssel, um das Ganze aufzusperren und an wen anderen zu schicken. Vorausgesetzt, du hast beides, signierst du mit deinem privaten Schlüssel deinen öffentlichen Schlüssel, hast dann eine signierte, sozusagen eine Signatur, und die schickst du an das Bitcoin-Netzwerk. Auf die Art, ich würde gerne von diesem Konto, meinem Konto, an Daniel sein Konto, so und so viel Bitcoin schicken, und dann wartest du, bis das Ganze auch von einem Miner aufgenommen wird und in der Bitcoin-Blockchain steht. Und sobald das passiert ist, kann ich sozusagen das wieder nehmen und an die nächste Person weiterschicken.